Echte Kunde? So, da bin ich wieder. Zur Abwechslung mal frohe. Es gibt etwas zu feiern. Also schön. Nur ist die neue Bedienung noch nicht ganz eingelernt. Ach. Ich kann hier nicht weg, um die Leute zur Feier einzuladen. Ach so. Was genau gibt es denn zu feiern, wenn ich fragen darf? Ja, mal raus. Einen ganz besonderen Wein habe ich ergattert. Nichts Geringeres als einen 66er Gulton. Gultons Roter ist das einzig Gute, was das Kaiserreich je hervorgebracht hat. Für einen 66er würde so mancher sein Leben geben. So heißt es jedenfalls. Oh, dann kennst du den Jahrgang. Ich habe es mit einem Genießer zu tun, der mir vielleicht im Namen des guten Geschmacks unter die Arme greifen will. Wenn du die frohe Kunde an ein paar meiner Freunde weiterträgst, winkt auch eine kleine Entlohnung. Also muss ich die Werbung... Ja, du sagst es ihm also? Wunderbar. Ich danke dir. Du hast es nicht weit. Alle drei sollten gleich hier beim Markt sein. Das wären Oldek, der Lieferant, Milan, der Metzger und Bożek, der das nördliche Tor bewacht. Drei der besten Burschen Boklats, wenn du mich fragst. Sag ihnen, sie sollen zur Taverne kommen, wenn sie Feierabend haben. Komm wieder, wenn du ihnen Bescheid gegeben hast. Dann kriegst du deine Belohnung. Das dauert nicht lange. Okay. Dann spielen wir mal hier den Werbefritzen. Hoffentlich kriege ich eine ordentliche Belohnung. Ich muss fast einen halben Kilometer laufen. Wohin sollen wir denn jetzt noch liefern, hm? Ich soll mit einem Lieferanten sprechen, einem gewissen Oldik. Das bist nicht zufällig du? Na klar, ist er das. Willst du was liefern? Der Wirt schickt mich. Ich soll ausrichten, dass es bei ihm zum Feierabend einen guten Schluck 66er Gulton gibt. Ein 66er? Ich werd nicht mehr. Wenn er ihn gerade erst bekommen hat, muss er in den Kisten gewesen sein, die ich ihm aus San Breck gebracht habe. Vom Kaiserreich nach Boklat? Du hast wohl ordentlich Mut. Die Route ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Das ist das Los der Lieferanten. Diese Beine haben mich und meine Fracht schon über ganz Stürm getragen. Den einen Tag geht's nach Oriflam, den anderen nach Kanwa. Je weiter die Strecke, die man bereit ist zurückzulegen, desto mehr wird gezahlt. Mhm. Deswegen sind die Aufträge für die längeren Routen immer heiß begehrt. Ich würde sagen, für heute habe ich genug geschuftet, um einen guten Tropfen verdient zu haben. Danke fürs Bescheid geben. Die kommen tatsächlich gar so halb-halb, würde ich sagen. Bis auf die Flüchtende am Tor. Bitte, ein Stückchen Obst. Kommen zumindest die Lieferanten und die Händler ganz gut klar. Der Rest ist halt irgendwie schon so ein bisschen... Ja, arme Leute hast du halt immer irgendwo. Bist du Milan, der Metzger? Ja, nee, er handelt mit Käse. Was kann ich für dich tun? Der Wirt hat etwas ganz Spezielles reinbekommen. Er würde dich gerne zu einem guten Wein einladen, wenn du hier fertig bist. Er kennt mich zu gut. Der Schinken hier wird hervorragend zu einem guten Tropfen schmecken. Schinken und Wein im Überfluss. In Boklat kann man es sich wohl gut gehen lassen. Alle, die irgendwo hin wollen, müssen hier durch. Und mit den vielen Menschen, die über den Kristallpass reisen, kommen Waren aus ganz Valestea. Fleisch aus San Breck, Kräuter aus Rosaria, manchmal sieht man hier sogar Kuriositäten aus den Landen Ashras. So war es jedenfalls bis vor kurzem. Die Zeiten sind hart. Heutzutage blüht selbst in Boklat der Handel nicht mehr wie einst. Naja, was soll man machen? Lieber nochmal das Leben genießen, solange es noch möglich ist, was? Apropos Genuss, ich höre da einen guten Wein nach mir rufen. Du willst doch sicher etwas kaufen. Bitte. Die Sachen werden schlecht. Noch höhere Preise. Ja, das... Ich hab's schon gesehen. Was wollt ihr denn noch? Lasst uns verdammt nochmal... Ich suche Bożek. Es hieß, er bewache das nördliche Tor. Du hast ihn gefunden. Ich gehe mal davon aus, du bist kein neuer Rekrut? Der Wirt schickt mich. Er ist an einen seltenen Jahrgang gekommen, einen 66er Gulton, und meinte, den würdest du sicher gern verkosten. Einen Gulton habe ich noch nie verschmäht, und ich wüsste nicht, warum ich jetzt damit anfangen sollte. Danke fürs Bescheid geben. Du hast hier sicher viel zu tun, oder? Weiter ins Dominium will jetzt niemand mehr. Nicht nach dem, was dort passiert ist.
Stattdessen lungern sie alle hier rum. Ich bin mehr damit beschäftigt, Bettler zu verscheuchen, als das Tor zu bewachen. Was mich fertig macht, sind die Banden, die sich an ihnen vergreifen. Die armen Schweine haben doch schon genug durchgemacht. Da muss man sich fragen, was aus dieser Welt geworden ist. Weißt du was? Ein guter Wein ist jetzt genau das Richtige. Was ist eine gute Wache, muss ich sagen. Der das wären alle. Vielleicht lässt mich der Wirt ja von diesem Wein probieren. Muss ich ganz ehrlich gesehen gestehen, die Wache hat mir jetzt tatsächlich ganz gut gefallen, dafür, dass der eigentlich relativ böse aussah. Doch, der war mir jetzt den fand ich jetzt positiv. Bitte, ein Stückchen Obst, eine Brotkruste, egal was. Ja, die Kluft, ne? Während der eine hier einen super feinen Wein kriegt. Frisches Wasser übrig? Haben die anderen halt kaum noch. Sie sind bald da. Fantastische Neuigkeiten. Ich danke dir. Unser letztes Treffen ist eine ganze Weile her. So wie ich das sehe, gehört der Wein den dreien genauso wie mir. Wie das? Nun ja, wenn Oldig mir nicht das wirklich gute Zeug liefern würde, könnte ich hier nur Plöre ausschenken. Und dann sind da noch Milan, der seine Kunden stets zu mir schickt, und Bożek. Ohne seinen kühlen Kopf wäre hier schon alles im Chaos versunken. Boklat steht und fällt mit diesen dreien. Nimm auch nur einen von ihnen weg und der Markt ist Geschichte. Und ohne den Markt hätte ich nicht einen einzigen Kunden. Das sollte mir einen 66er wert sein, findest du nicht? Kein hoher Preis. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Missmutige Wirte und finster dreinblickende Schwertkämpfer gleichermaßen. So, ich sollte langsam alles für meine Gäste bereit machen. Da hast du mich also einen waschechten 66er schleppen lassen? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Zeug verkauft und wäre jetzt stinkreich. Einmal probieren reicht mir aber auch, wenn du ihn mir denn anbietest. Ein 66er Goulton, meine Güte. Trifft sich gut, dass ich mir auch was Feines aufgehoben habe. Eine Flasche reicht für unsere Sorgen vielleicht nicht aus, aber schaden kann es sicher nicht. Da sind sie ja, die drei, die Boklat nicht entbehren kann. Setzt euch, meine Herren. Mögen die Probleme auf der Welt noch so ungeheuerlich und zahlreich sein. Mit ein paar guten Freunden kann man immer neuen Mut schöpfen. Ja, das kriegt man nicht sagen können. Guter Mann. Finde ich super. Doch, war es mir wert. Auf die Freundschaft. Schade, dass ich keine EP bekommen habe. Na gut. Kohle haben wir eigentlich genug. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So, ein paar Nebenquests. Damit haben wir aufgeräumt. Ist gar nicht mehr so viel, ne? Guck mal, was die Martha zu tun hat. Die hat doch bestimmt auch noch, da ist ja bestimmt auch noch irgendwas los. So. Ist es wirklich nur die Martha, die was zu tun hat? Tatsächlich. Das Geschäft läuft blühend, Martha. Ach, Clive. Genau dich wollte ich sprechen. Ja? Was gibt es? Einige von Sir Wades Hütern sind doch seit den Angriffen der Akasischen hier einquartiert. Tja, nun ist auch der Rest gekommen. Das Lazarusviertel ist wohl einer Ätherflut zum Opfer gefallen. Natürlich habe ich nichts gegen ein paar mutige Jungs, die uns die Bestien vom Leib halten. Wir profitieren davon. Aber wir haben hier nicht genügend Betten. Die armen Kerle schlafen auf Heuböden und in Schokoboställen. Ich würde ihnen ja eine eigene Unterkunft bauen. Aber wo soll die hin? Es gibt hier oben einfach nicht genug Platz. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Die Leute, auf die wir zählen, um uns zu beschützen, leben wie Bettler.
Verstehe. Und es sind nicht nur sie. Die Träger brauchen auch Platz. Immer mehr von ihnen tauchen hier auf, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Aber wir platzen hier wirklich schon aus allen Nähten. Wir können sie ja schlecht übereinander gestapelt schlafen lassen. Die Neuankömmlinge verdienen ein richtiges Zuhause. Und das ist es, wobei ich auf deine Hilfe gehofft habe. Wenn es keine zu große Last ist. Natürlich nicht. Was? Wieso? Sollen wir jetzt Häuser bauen oder was? Und wo soll dieses neue Zuhause entstehen? Was gedacht? Ich denke, am besten dafür geeignet wäre wohl Eastpool. Eastpool. Müssen wir aufräumen. Komm zurück, Jona. Eine Tragödie, was passiert ist. Hätten wir irgendetwas dagegen tun können, dann hätten wir es versucht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die Ermordeten hätten nicht gewollt, dass wir ihr geliebtes Dorf dem Verfall überlassen. Da hast du wohl recht. Die Fäule nähert sich zwar, aber ich glaube, dass noch gut ein paar Jahre Zeit bleiben. Es gibt nur ein Problem. Eine Bande Halunken hat sich dort eingenistet und macht keine Anstalten zu verschwinden. Üble Gesellen, sage ich dir. Sie versetzen die ganze Gegend in Angst. War mir klar, dass wir das wieder aus dem Weg freiräumen. Ich hätte sie längst ausräuchern, wenn meine Leute nicht schon genug mit den Akasischen zu tun gehabt hätten. Aber jetzt können wir auf ein paar weitere Hüter der Flamme zurückgreifen. Es ist an der Zeit zuzuschlagen. Was meinst du? Willst du den Überfall anführen? Gern. Das machen wir. Eastpool war die Heimat vieler guter Menschen. Banditen haben dort keinen Platz. Ich verjage sie nur zu gern. Die Männer werden dir mit Freuden folgen. Ich habe bereits mit Sir Wade darüber gesprochen, wie wir den Ort zurückgewinnen können. Ich denke, er hat auch ein paar eigene Ideen. Sprich doch mal mit ihm. Mach ich. Gut, ja, Sir Wade ist ein guter. Wenn es heißt, ja, lass uns ein paar Banditen den Arsch aufreißen, dann ist er der Erste, der Bock hat. Was ist euer Plan? Warum muss ich den noch in der dritten Person ansprechen? Das sind doch Freunde. Sir Wade, schön euch zu sehen. Und euch, Lord Rossfield. Und euch. Ich komme von Martha. Sie sagt, ihr wollt Eastpool befreien und euch dort niederlassen. Bin mal kurz in der Küche, hol mir ein Glas. Doch es war eigentlich ihre Idee. Ich fürchte, dass meine Männer ihr ein wenig auf die Füße getreten sind. Und auch sich gegenseitig. Dann sind da noch die Träger. Männer und Frauen, die den Mut hatten zu fliehen und hier Zuflucht fanden. Wir müssen sie irgendwo ansiedeln. Und es gibt schlimmere Orte als Eastpool. Das stimmt. Deshalb helfe ich euch bei der Rückeroberung. Das höre ich gerne. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Mit euch an unserer Seite schlagen wir dieses Gesindel sicher schon bald in die Flucht. So. Also, wie ist die Lage? Zum Glück sind es nicht allzu viele. Gezählt haben wir weniger als ein Dutzend. Weniger glücklich ist leider, dass es auf der Straße dorthin von Akasischen nur so wimmeln wird. Ein kleiner Trupp würde ausreichen, das Dorf zu räumen. Aber wenn die Akasischen ihnen folgen, könnten diese Männer sich in eine ganz schwierige Situation hineinmanövrieren. Das machen wir dir, Kasi. Ich kümmere mich um die Banditen in Eastpool. Ihr und die Hüter bleibt außerhalb und wehrt alle Akasischen ab, die zu nahe kommen. Damit ich nicht überrascht werde. Ich kann nicht zulassen, dass ihr so viel riskiert, Milord. Die Akasischen sind gefährlicher. Mit Banditen komme ich klar. Nun, wie ihr meint. Kann ich das nicht anders machen? Meine Männer. Ich würde gerne die Akasischen machen. Nicht nötig, Milord. Geht ruhig vor. Wir folgen in Kürze. Ist gut. Wir sehen uns dann in Eastpool. Erwartet uns dort. Auf dass der Sieg unser sein möge. Ja, ja. So, ja. Kai hätte heute Bock, aber irgendwie... Ah, ich kann mich dahin teleporten. Das ist gut. Ist der nicht online? Der Mümmelmann. Na gut, dann ist es aber so. Hallo Banditen. Kommt her. Kommt schon. Glaubst du, du kannst hier einfach reinmarschieren? Jupp. Tötet ihn. Ihr verlasst Eastpool jetzt. Oh.
oder trag die Konsequenzen. Was ging schneller? Das wäre erledigt. Echt? Oder auch nicht. Hallo Schleimmatz. Was wird das Ding denn hier? Was soll's? Es muss auch gehen. Jetzt aber schön auf die Fresse. Füge einem Gegner 50.000 Schaden zu, während sein Kampfgeist gebrochen ist. Kämpfe in der Halle des ewigen Eifers und voll erwacht als Ifrit. Ja gut, als Ifrit, ne, ist ja klar. Okay, der hat gefressen. Aber Heidewitzka. Hat Spaß gemacht. Noch irgendjemand? Das ist wohl ein Nein. Kann ja keiner mehr antworten. Eine grandiose Darbietung, Milord. Ach, das machst du mit der linken Arschbacke. Solltet ihr nicht nach Akasischen Ausschau halten? Haben wir. Wir haben unterwegs ein paar erledigt und waren rechtzeitig da, um euren Kampf gegen dieses Ding zu sehen. Hoffen wir, es war das letzte seiner Art. Sollte doch noch eins auftauchen, seid ihr der Herausforderung sicher gewachsen. Das hoffe ich, Milord. Wenn eure Männer die Träger holen, die hier wohnen werden. Hey Justin, grüß dich. Wäre es vielleicht am besten, sie sofort kommen zu lassen. Bevor andere unliebsame Gestalten auftauchen. Natürlich. Ich gebe den Befehl zum sofortigen Aufbruch. Überlass das mir, Milord. Machen wir. Das ist ein guter. Ja, ich würde sagen. Lustig, tralalala. Gut, wir haben Eastpool wieder besiedelt, weil die Martha kriegt wieder ganz viele Leute dran. Wir räumen ganz ohne Herren. Nein, wir sind jetzt die Herren. Unser Leben gehört endlich uns. Wir räumen bisher, also Justin, du hast die letzten 1,5 Stunden nichts verpasst an Hauptstory. Können wir den Wiederaufbau des Dorfes. Ich habe nur ein paar Nebenquests gemacht. Es wird nicht einfach. Schon gar nicht nach 5 Jahren, in denen Bestien und Schurken hier ihr Unwesen getrieben haben. Die Mauern mögen noch stabil sein, aber die Hälfte der Balken ist morsch. Also von denen, die nicht durchs Feuer verloren gingen, wohlgemerkt. Ein hartes Stück Arbeit. Aber wir lassen Eastpool wieder aufleben. Wartet's ab. Sir Wade. Lady Hannah ruht hier. Wenn ihr erlaubt, möchte ich, dass Oscar beim Wiederaufbau hilft. Er sollte dazugehören. Natürlich. Ihr habt völlig recht. Ich sage Martha, dass hier alles in Ordnung ist. Falls ihr etwas braucht, sendet einfach einen Stolas. Ich habe keine Ahnung, was das immer ist. Milord. Das ist ein Vogel? Eine Brieftaube? Eastpool ist in guten Händen. Ich überbringe Martha die frohe Kunde. Gut. Martha, Süße. Wir haben ein paar Nebenquests gemacht. Ich denke mal, es ist ganz gut, wenn wir jetzt mal ein bisschen damit aufräumen. Wie viel
548. Das ist Ifrit, ne? So, wir brauchen für den Phönix brauchen wir noch 4250. Oder jemals ein Tausender. Alter, 8000 Bahamut. Drache und Phönix werden teuer. Ah, schon zurück. Dann lief alles gut? Na klar, Mäuschen. Ich höre, du hast die Banditen erledigt und die Hüter die Akasischen. Gute Arbeit. Na. Und irgendwas hat er von einem wabbeligen Albtraum erzählt. Eigentlich will ich's nicht wissen. Gott sei Dank. Sonst kriege ich selbst noch Albträume. Was zählt ist dein Erfolg. Jetzt können wir unser neues Dorf bauen. Ein neues Dorf. Wie willst du es nennen? Wie wohl? Eastpool. Sir Wade hat gesagt, wie viel Schlechtes auch dort passiert sein mag, das macht all das Gute dort nicht ungeschehen. Wir müssen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das hat Wade gesagt? Was? Nun, etwas in dieser Richtung. Jetzt aber haben sie erst einmal viel zu tun. Ihre Arbeit beginnt erst. Und das bedeutet auch die meine. Ob sie Nahrung, Bauholz oder starke Hände brauchen, die Rast liefert alles Nötige. Danke, Martha. Ich danke dir. Du musstest nicht helfen. Ich wollte aber. So. Flamme der Hoffnung, das ist doch schön. Alter, wir haben so viel Kohle. Ich habe keine Ahnung, was ich damit alles machen kann. So, um die Hauptstory, da müssen wir weiter mit Otto sprechen. Ich würde aber tatsächlich ganz ehrlich sagen... dass ich hier anfange mal... Ja, wir haben gut aufgeräumt. So, wie geht's hier, Justin Mustin? Die Banditen sind weg, aber sieh dir an, wie das hier... Aber ich kann doch nicht einfach den Laden... Einfach gegangen. Und er hat nicht einmal Bescheid gesagt. Ist was passiert? Ach, mein Lehrling. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja selbst versuchen, ihn zu finden, aber ich muss doch im Laden bleiben, jetzt, wo der Junge weg ist. An einen Fremden wende ich mich ungern, aber ich habe keine Wahl. Bitte, kannst du nach ihm suchen? Ich sehe mal, was ich tun kann. Wo könnte er hingegangen sein? Ins Freudenhaus. Ach, weißt du, bestimmt hat er sich irgendwo hingesetzt und starrt auf Drachenfang. Er hat früher dort gearbeitet und die Zerstörung hat ihn mitgenommen. Verstehe. Dann werde ich mich mal umsehen. Ja. Heutzutage kriegst du einen bösen Brief und brauchst da nie wiederkommen. Hier hat man sich noch ein bisschen Mühe gemacht. Mama, kommen die wieder, die Bösen? Hier macht sich der Meister um seinen Lehrling noch Sorgen und guckt, was da überhaupt los ist. So, kann ich mich theoretisch porten? Theoretisch ja. Gucken wir mal, ob wir den da finden. Naja, gut. Mit dem Ladebildschirm haben wir jetzt auch nicht viel mehr gewonnen. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass halt... Was ist hier passiert? Der Neundolch, Rang A. Oh! Oh!
Oh, du Lappen. Dieser Lümmel, berüchtigte Gefahr gebannt. Oh, das gab fast ein Huni an EP, an Talentpunkten. 10.500. Das war. Wer aus Vergnügen tötet, verdient es nicht anders. Ja, da recht. Wer aus Vergnügen Tiere quält, genauso wenig. Stimmt, Storgal. Ups, ne? Ja, das hast du gut gemacht, mein Junge. Da, bitteschön. Jetzt ein guter Junge. Ich wollte eigentlich was anderes drücken, aber okay. Auftragsziel in der Nähe. Ja, der bestimmt... Muss ich irgendwo hochklettern? Warte mal, hier hat's doch... Sag mal, bin ich blöd? Ach so, ja. Ach, Bäckerlehrling, komm. Es war ein krasser Kampf gegen Titan, aber gegen Bahamut war auch... Oh, die Monsterkämpfe, die Domini-Kämpfe sind alle sehr geil. Was willst du? Der Bäcker sorgt sich um dich. Ich bin wirklich ein armseliger Nichtsnutz, was? Auf jeden Fall kein Bäcker. Der Meister bereut seine Wahl bestimmt. Früher hat der Ausblick auf den Mutterkristall meine Nerven beruhigt. Aber jetzt... Du vermisst also den Mutterkristall? Ich hab ihn gehasst. Aber er war meine Welt. Seine Minen mein Zuhause. Und mit ihm wurde ein Teil von mir zerstört. Ich hab ihn gehasst. Jetzt schwing ich einen Rührlöffel statt meiner Spitzhacke. Ja, ist doch gut. Aber liegt mir nicht. Meine Brote sind katastrophal. So hohl, wie ich es bin. Nur der Mutterkristall konnte diese Leere in mir füllen. Och, ich hab ihn geliebt, verdammt. Jetzt ist er weg. Für immer und ewig. Was soll jemand wie ich jetzt nur tun? Wie soll ich je wieder Freude empfinden? Ach, Bubele. Das kriegen wir doch schon wieder hin, mein Freund.
Vielleicht könntest du dich in deiner Arbeit ausdrücken. Drachenfang einfach in irgendeiner Form neu erschaffen. Neu erschaffen? Ich bin Bäcker, kein... Obwohl... Ich glaube, du hast recht. Backwaren! Wie töricht ich doch war. Ich muss sofort zurück in die Backstube. Danke. Danke, mein Freund. Du hast mir die Augen geöffnet. Ist doch schön. Warte. Na, hoffentlich kommt der Heil dort an. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann haben wir eigentlich relativ viele Nebenquests gemacht, können weitermachen. Ich finde es halt echt schade, dass Barwood gestorben ist. Wirklich, also der Philipp oder Dior, ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Das wäre cool gewesen, so eine Dreierfusion oder Vierer mit Jill zusammen. Vielleicht sogar ein etwas zu großes Feuer. Er hat mich auf dem Weg zum Ofen fast umgerannt. Meister, sie ist fertig. Seht doch, die Drachensemmel. Eine wirklich einzigartige Schöpfung. Da dürftest du recht haben. Ich kann's kaum fassen. Das perfekte Ebenbild Drachenfangs in Brotform. Spitze Gipfel, üppige Ausläufer, die einladende Höhlung. Gut, meine Leibe mögen oft in der Mitte einsinken, aber was ist Drachenfang schon ohne seinen Krater? Na, ein beliebiger Berg. Sieh doch, innen. Innen ist sie bis zum Bersten gefüllt mit den wunderschönsten Kristallen. Salzkristallen. Meister, das ist meine wahre Bestimmung. Durch könnte man auch süß machen und wenn die innen zusammenfallen, mit Marmelade auffüllen. Nun, wenn sie auch genauso einzigartig schmecken, dürfte dir das sicher ein leichtes sein. Könnte zu salzig werden. Ach, mein Lehrling ist nicht nur zurück, sondern strengt sich auch endlich richtig an. Und wer weiß, vielleicht wird seine Drachensemmel ja ein Erfolg. Wie hast du das gemacht? Jedenfalls vielen Dank. Auftrag abgeschlossen. Wie die Hintergrundmusik einfach komplett still wird und du weißt, jetzt kommt diese Szene. Auftrag abgeschlossen. So, gucken wir mal. Fehlt nur noch hier. Und dann sind wir eigentlich mit den Dingern gut durch. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir vielleicht mit der Monsterhandjagd nochmal was machen können. Einmalige Gelegenheit. Ist hier irgendjemand mutig genug für ein... Kann man deine Dienste zufällig mieten? Ich plane nämlich ein Attentat. Doch nicht wortwörtlich. Nun, ja und nein. Durch Zufall bin ich an einen für jemanden meines Fachs wertvollen Hinweis gelangt. Ein stattlicher Alpavis wurde auf den Feldern von Korava gesichtet. Alpavisse sind brutale Bestien. Aufgrund ihrer Natur gibt es fast keine ausgewachsenen Exemplare. Diese jedoch haben eine Haut von unschätzbarem Wert. Mhm. Und du willst sie verkaufen? Letztendlich ja. Zuerst würde ich sie natürlich gerben, sodass sie zu einzigartigen Wunderwerken verarbeitet werden kann. Avishaut an sich ist schon ein seltenes Gut, aber das schöne Leder eines reifen Exemplars, das würde eine Summe einbringen, die selbst Gilbert vor Neid zu Tränen rühren könnte. Bring mir diese Avishaut und ich werde die kostbaren Früchte unserer beider Arbeit mit dir teilen. Klingt vielleicht gar nicht verkehrt. Na gut, ich erlege den Avis. Das hatte ich gehofft. In diesen schweren Zeiten wäre es töricht, eine solche Gelegenheit verstreichen zu lassen. Nimm das Osttor und folge dem Pfad, dann halte dich an der Weggabelung rechts. Sobald du das Tovani-Tor erreichst, ist es nur noch ein Steinwurf bis zu den Feldern von Korava. Ich erwarte deine sichere und vor allem triumphale Rückkehr. Gut, gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, was ein Avis ist, aber scheint irgend so ein Monster zu sein. Kann ich mich da nicht irgendwo hinporten? Natürlich nicht. Machen wir eins nach dem anderen.
So, wie geht's, wie steht's? Wie war euer Samstag bis jetzt? Könnt ihr auch mal ein bisschen erzählen? Mein Samstag, wie gesagt, war... Die freien Städte werden belagert? Recht interessant. Hat aber gut getan gehabt, dass ich da eben raus, dass ich nicht gestreamt habe, sondern ein bisschen rausgegangen bin. Warum ist der da oben? Macht sitzt du, komischer Mauwau. So, Ruhe im Karton. Ja gut, ich kann ja hier nur einen Weg lang. Schön still hier auf dem Weg tatsächlich. Gefühlt ein wenig zu still. So, Ruhe im Karton. Wie, das war's? Bewegelagerer seid ihr schwach. Obwohl das neue Schwert gleich verbessert, war schon interessant. Ah, wir haben neues Gebiet entdeckt. Interessant. Hast du dich verlaufen, Fremder? Hier hast du jedenfalls nichts zu suchen. Also kehr am besten gleich um. Junge! Wir wollen mal wissen, was da los ist. Was ist das? Dravotzt. Ja, vielleicht kommen wir da nochmal rein. Hier auf jeden Fall dabei. Aufzuräumen. Oha! Eine riesengroße Miezekatze. Seht ihr sie auch? Ich will erst noch das da oben holen. Normalerweise müsste ich warten, bis meine Skills aufgeladen sind. Alter. Es war aber kein besonderes Monster. Es hat aber gefressen. Das hat gut geschluckt.
Da hinten liegt noch was. Seelenstachel. Oh, ich wusste gar nicht, dass das ein besonderes Monster ist. Wir machen Monsterhand nebenher. Wir sind ziemlich wütend. Au! Alter, Bahamut ist so eine Last. So ein Hammer. Skillpunkte hätten sie mehr geben können. Endlich Ruhe. Das hast du gut gemacht, Torgal. So, der kriegt noch mal ein bisschen. Muss sein. Ein Mann muss seine Beziehung zum Hund pflegen. So, dann haben wir diese komischen Wespen auch besiegt. Gefällt mir ganz gut, dass wir zwei oder drei Monster davon runtergeklatscht haben, ohne dass wir uns explizit auf die Suche gemacht haben. Und das ist der Wyvern oder Avis, Alp. Ja, also mit den richtigen Skills, mit dem richtigen Schwert geht's ab. Hätte ich vielleicht viel früher machen sollen. Einfach mal beim Schmied nochmal vorbeigucken. Riecht furchtbar. Hoffentlich ist sie den Gestank wert. Okay. Okay. Wollen wir diesem komischen Typen mal die Haut bringen? Das machen wir in der nächsten Aufnahme sozusagen. Hier im Stream bleibt einfach